Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und heute zeige ich euch von Joyo den Molotram. Ja, mit was haben wir es hier zu tun? Vielleicht kann man sich aus dem Namen Molotram vielleicht etwas herleiten. Ganz genau, es ist ein Tremolo-Pedal. So, ja, es handelt sich hier natürlich wieder um ein Pedal aus der sogenannten Iron Man Serie. Das ist wieder so eine Mini-Pedal-Serie und ich weiß, jetzt werden wieder ganz viele sagen, es gibt so viele China-Leute, die Mini-Pedals herstellen. Aber ich muss wirklich sagen, diese Pedals sind so geil verarbeitet. Also, wenn man mal so andere Pedals nimmt, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die sind so klein, die sind so wirklich so klein. Also ich glaube, die sind so kleiner als die Pedals von Hotone, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und naja, schauen wir uns an, was wir wieder dran haben. Also im Prinzip haben wir wieder diesen coolen kleinen Klapphelm hier. Und unter denen befinden sich dann wieder die drei, oder diesmal drei Regler, nämlich Rate, Def und Wave. So. Jetzt werden sich vielleicht einige, die noch nichts mit Tremolo-Pedals zu tun gehabt haben, fragen, was heißt jetzt genau Rate, Def und Wave? Und um das jetzt mal zu erklären, habe ich hier mal eine kurze Skizze gemacht. So, passt auf. Der erste Regler ist Rate und der zweite Def. Also, schauen wir uns hierzu jetzt mal dieses Diagramm an. Also, wie man sehen kann, wir haben hier Volume. Also ein Tremolo-Pedal macht im Prinzip nichts weiter als die Lautstärke des Signals praktisch. Also hier ist die normale Lautstärke und dann senkt er es ab. Normale Lautstärke und er senkt es ab. So. Und nun, was jetzt Def macht, ist ganz einfach. Er beschreibt ganz einfach, wie groß diese wie groß dieser Lautstärkesprung ist. Das macht Def und Rate sagt ganz einfach, wie groß der Abstand zwischen diesen beiden Wellen ist. Also praktisch, ob es nur so langsam wow, wow, wow oder wow, 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 wow. Ja, also die Zeit praktisch, wo die Lautstärke abgesenkt wird und wieder zurückkommt. Jo, ansonsten haben wir natürlich noch den Wave-Regler. Und der Wave-Regler macht im Prinzip nichts anderes als das hier. Also, wir haben, wenn wir den Wave-Regler ganz hier haben, haben wir im Prinzip eine ganz normale Welle. Also, es steigt kontinuierlich an und senkt sich kontinuierlich wieder ab. So, wenn wir jetzt allerdings den Regler ganz nach rechts drehen, haben wir eine sogenannte Square-Welle. Also praktisch, es geht hoch, zack, und wieder runter. Und das ganz schlagartig. Dim, 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 dim. Praktisch so. Und während das andere praktisch geht. Ja, das ist dann eher auch der Sound, der so von den Vox-Tremolos noch typisch ist. Also dieses von den optischen Tremolos. Jo. Und das Coole ist ganz einfach, dass man hier jetzt auch sagen kann, okay, ich möchte die Welle einfach mischen. Das heißt, ich möchte nicht dieses komplett abgehackte Square-Tremolo haben, sondern ich möchte ganz einfach, ich möchte es etwas härter haben. Und dann stellt man es so auf Mittelstellung oder etwas weiter nach rechts und kann sich das wunderbar zusammen mischen.
So, zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, das Pedal an sich, wie ich schon gesagt habe, schön verarbeitet. Es kommt wie immer in dieser coolen kleinen Verpackung hier. Sieht klein, edel, niedlich aus. Auch das Innenleben hier wieder mit den kleinen Zettelchen, wo alles ganz kurz und bündig erklärt wurde. Und was natürlich auch wieder cool ist, ist, wie Jojo es natürlich immer macht, dass dieses fertig zugeschnittene Velcro einfach dabei liegt oder auch ein fertig zugeschnittener Schaumstoff. Und das ist einfach, es ist nicht teuer und es ist so schön, wenn da einfach ein Hersteller mal mit dran denkt. Ich meine, weil der Hauptherr wird sich einfach auf dem Board packen. Und das Coole ist ganz einfach an diesen Ironman Pedals, du kannst dir im Prinzip ein ganzes Pedalboard auf diese Größe machen. Und es ist komplett cool. Ja, ansonsten hat es mir natürlich wie immer Riesenspaß gemacht. Und vergesst natürlich nicht, hier unten zu abonnieren. Denn der kleine Jochen freut sich darüber. Und wir sehen uns. Ciao.